Okay, weiter geht's mit den Blue Mages. Wir sind am NPC in Talalan. Genau. Hier ist die Quest, die ich abschließen muss, damit die neue Questline weitergeht. So ein Scheiß. Hier würde man Skills bekommen. Ich glaube, wir können sogar einen holen. So. Da hatte ich sogar recht. Ich wusste, irgendwas war noch. Und zwar der hier. Du führst eine nicht elementar neutrale physische Attacke aus. Attackenwert 50. Zusatzeffekt, wenn deine eigenen LP 20% oder weniger betragen, erhöht sich der Attackenwert auf 500. Schon cool. Schon cool. Auf jeden Fall sehr nice. Machen wir hier hinten zu den Selbstmordattacken hin. Was ist die Bedingung dafür gewesen? Ach, 50 Bomber geht's aber. Ach so. Siehst, das war das. Ich find's so dumm, dass man auf Level 60 nicht einfach das Equip so bekommt, dass man erst diese fucking Questline machen muss. Ey. Bingo! Gucken wir uns natürlich gleich an. Entfernen einen positiven Statuseffekt von allen umstehenden Gegnern. Oh. Damit kann man Buffs entfernen. Das ist nice. Ja. Okay, Leute. Königliche Konfrontation. Schwer. Sollte einen Wiederbelebungszauber geben. Und zwar den, der genau, der König macht den. Black Mage wegmachen. Au. Wenn man mit einer vollen Blue Mage Truppe reingeht, bekommt man den Skill zu 100%. So. Böser Tank. Oh, der kann die nicht mehr bekommen. Haut mal den Tank um. Danke. Kannst du das bekommen? Ja. Kannst du eingefroren werden? Ah, nee, das bekommen wir gleich vom Heiler.
Ich dachte, hä? Sollen wir nicht irgendwie ein Wiederbelebungsding bekommen? Mir war so, als wenn einer gesagt hat, wir bekommen ein Wiederbelebungsskill. Wohl doch nicht. Hier. Okay. So, wir holen uns jetzt den nächsten Skill. Alexander, Arm des Vaters. Von dem Wassertypen hier. Ich habe mir die 260er Rüstung vom Red Mage angezogen, die ich noch zu legen hatte. Nee, nicht. Ach so, ja. Doch, doch, doch. Er zieht uns ja ran. Und wir sollten die bekommen, nur leider unsere beiden Toten bekommen die nicht. Also diese Wasserdings müsste es, glaube ich, sein. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Au, oh, ich Wassersucht, danke. Ich finde es auch schade, dass die Blue Mages halt keinen eigenen LB haben. Und da haben wir es. Was gab's denn hier? Gucken hier. Genau, wasserbasierende Attacke. Jetzt schmeißt mich mit dem Zeug zu, danke. Gute Stärke. Und man kann auch Gegner wegschubsen. Und das ist nice. Ja. Das war's schon. Ich hoffe ja. Wir sind nochmal zusammen. Ich brauche die Waffe, damit ich stärker bin. Und die kostet 800 Jagdabzeichen. Ja, die werde ich mir in der Zwischenzeit dann zusammenholen. Kann ich ja hier in der Arena machen, beziehungsweise gerade die ganz normalen Jagdquests in den Aram Reborn Gebieten und dann bin ich auch ein bisschen stärker. Also bis gleich. Okay, Leute, wir versuchen jetzt hier einen A-Rank zu machen. Oh, oh. Der uns sein Skill geben kann. Da war. Und den wollen wir halt haben. Einer kommt noch von uns. So. Mal schauen, ob wir den jetzt bekommen. Was hat er nochmal gemacht? Alle von uns da, ja. Ich weiß nicht, ob das... Also dieses Verteidigungsding müsste eigentlich der Skill sein. Wo ist das? Hinterland, Bavanisches Hinterland. Der Sam müsste das sein. Mal gucken, ob wir ihn bekommen. Es ist, glaube ich, keine 100% Chance. Doch. Nee. Na, nice. Gob, Haut. Du errichtest eine Barriere um dich, um die umgebenden Verbündeten, die Schaden entsprechend einem Heilpotenzial von 100 absorbiert. Zusätzlich, bla bla bla, Stärke, bla bla bla, ist praktisch Protest. Ne?
Warte, rein. Hier hin. Das ist praktisch ein Protestzauber. Sehr nice. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Leider sehr viel Schaden. Jo. Yay, yay. Okay. Das war der nächste Skill. Und wir haben zum Glück auch Jagdabzeichen bekommen. Damit kommen wir unserem neuen Stab immer näher. So. Okay, das war dann los. Hier unten. Nice. Ja, kann man nehmen. Okay, Leute. Alexander Faust des Vaters. Und ja. Wo ist das? Hier. Mal schauen. Okay, geschafft. War der hier? Kaltstrahl. Den brauchen wir nicht. Glaube ich jedenfalls. Es sollte jetzt nichts mehr drinne sein. Das ist Last. Kaltstrahl. Du führst eine elementar neutrale physische Attacke auf die Fächer für mich von den Gegnern aus. Joa. Also es ist einfach nur von dem Faustroboter einmal so ein Schlag mit diesem. Ist okay. Ja, wir hätten das eigentlich zu Ende machen können. Dann hätte ich. Ah, na, brauchen wir nicht. Eigentlich schon. Eigentlich brauchen wir natürlich aus so viele Jagdabzeichen wie möglich. Belsawal sucht jemand. Gucken. Dungeon Belsawal. Dann gucke ich da gleich mal rein. Okay, Leute, jetzt schauen wir mal, ob wir das überleben. Ja. Sollten wir, danke. Sankt
Monarch Arboretum. Wer stand denn da jetzt hier nicht in Reichweite? Zweiter Boss, die Bienenkönigins-Dings. Gibt uns ein Skill. Ich weiß aber nicht, welche das ist. Ja, ja. Absichern, okay. Wo bist du unten? Absichern. Du überträgst gegen dich gerichtete Attacken auf das von dir ausgewählte Gruppenmitglied. Okay, ja. So, wir holen uns jetzt erstmal die Waffe. Unseren neuen Stab. Und dann muss ich reparieren. Ach, das war hier vorne ja gar nicht, ne? Das war da hinten. Gehen wir gechillt hin. Ich weiß, ich könnte teleportieren, aber wir haben Zeit. So, denn wir wollen es ja das hier nochmal durchlesen. Ausgewählten Gruppen mit. Manche Attacken können nicht übertragen werden, unwirksam, wenn du dich 10 Jahren oder weiter vom ausgewählten Gruppenmitglied entfernst. Okay, wenn du einfach jemanden loswerden willst, dann behältst du. So, nächster Skill. Wir sind in Sophia, Götterdämmerung drin, also nur die normale Schwierigkeit. Ah, wo kommt sie? Auf der Seite ist sie. So. Komm, meine dritte Aufladung will ich jetzt haben. Ich brauche halt jetzt. Warte. So. 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 Und jetzt. Komm schon. Ja, komm, hier. Schön die Ravanna-Flügel rausgespammt. Richtig schön Damage gemacht. Und jetzt muss ich hoffen, dass die anderen weiter gut Damage machen. So, ich nehme jetzt nichts abbrechen. Weiter. Meine Weisheit vergeht. Quasar bekommen. Giggle. Rip. Und wir haben auch ein. Blau zielt Besserung schafft. 5
unterschiedliche normale Ziele im Journal abgeschlossen. Ach so, dafür gibt's auch noch mal. Das ist nice. Ihr Skills der letzte in der Liste? Nee, gar nicht. Der letzte ist aus Alexander 4. Sophia, den hat Blaubeert auch gemacht. Können wir den... Gucken, du führst eine elementarneutrale magische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. Angriffswert 300, verringert sich ab dem zweiten Gegner um 50%. Reaktionstimer mit bestimmten anderen Blauzaubern. Cool. Sieht auf jeden Fall mega fancy aus. Ja. Okay, Pharos Sirius. Schwer. Leider nicht direkt in der Aufnahme drinne. Denn ich war so konzentriert. Wir haben jetzt hier den Mimikry-Skill. Direkt hier vom ersten Bot, diesem Mob. Boss, diesen Lava-Monster. Diesen Lava-Typen oder Feuertypen, was immer das auch ist. So, und damit soll ich mich jetzt so, wie funktioniert das jetzt? Ich habe nämlich keine Ahnung. Du imitierst die ätherische Zusammensetzung eines Gruppenmitglieds und gewährt dir je nach der Rolle des Originals Äthermöglichkeit, Verteidigung oder Angriffs. Angreifer oder Äther. Deine Verteidigung und die Wirkung bestehender Blume sind erhöht. Ja. Das heißt. Hä? Warte. Ah, okay. Das ist auch Schwachsinn. Hä? Warum haben die nicht einfach einen Knopf gemacht, dass du das einstellen kannst? Wenn ich einen Rotmagier anklicke und den Skill mache, werde ich zu einem Angreifer. Was seid ihr? Geht das bei euch auch? Nein. Das heißt, ich muss immer in der Nähe von irgendjemandem stehen. Du bist ein Tank. Gib mir mal deins. Ah, komm, so kann ich jetzt Tank werden. Okay. Und als Tank, mal gucken. Verteidige. Deine Verteidigung und die Wirkung bestimmter Blume erhöht. Steht da nicht wie viel. Angreife. Deine Rate kritischer und direkter Treffer ist um 20% erhöht. Die Wirkung deiner Heilmagie ist um 20% erhöht. Außerdem sind die Wirkung bestimmter Blume schon effekt. Okay, ja. Ah, dann will man doch die ganze Zeit. Als DD gehen, oder? Jo, dann werden wir uns als nächstes wahrscheinlich versuchen, den Heil- bzw. den Wiederbelebungsskill zu holen. Okay, den nächsten Skill sollen wir angeblich hier bekommen. Ich glaube, das sollte der sein. Auch wieder im Wolkenmeer, das heißt, man kann 6 Attacken im Wolkenmeer sich holen. Sollte eigentlich Pharos Sirius sein. Da gibt es ja den Vogel als Gegner. Als Zwischenboss, glaube ich, war das. Aber man kann ihn auch wohl so bekommen. Deshalb mal schauen, ob das stimmt.
Da haben wir es bekommen. Schallwelle. Jo. Du fügst dem Ziel windbasierten magischen Schaden zu. Ja. Okay. Aber ist das auch cool? Ach, das ist... Okay, das ist also nicht die Cone-Attacke, sondern die, mit der er uns verbrennt. Wow, warum machen wir dann keinen heißer Wind Verbrennungsstatus mit dem Skill? Hm? Was wäre daran so schwer gewesen, das drin zu lassen? Okay. Das war der. Suchen wir uns einen neuen Skill. Okay. Wir sind wieder schön am Skills hunten. Und ich glaube, wir bekommen die Skills von diesen beiden. Mal gucken. Ja, weißes. Rosensprüngchen. Und? Das ist schön. Also direkt vom zweiten Boss in der ersten Basilika. Eigentlich sehr nett, dass man nicht noch an dem Boss vorbei musste. Oder für die Attacken sehr, sehr weit laufen musste. So. Weg mit euch. Und hier sind wir. Schwarzer Rösselsprung und weißer Rösselsprung. Führst eine Blablabla aus? Ja, ja, ist. Kann man machen? Muss man aber nicht? Ich weiß nicht, warum man. Ja. Ah, okay. Der Zusatzeffekt ist anders. Wenn das Ziel unter Gemach leidet, wird der Effekt beendet und der Attackenwert erhöht sich um 400. Zusatzeffekt Fessel. Und beim anderen ist denn. Wenn das Ziel unter Fessel leidet, wird der Effekt beendet und die Attackenwert wenn wir 400 führt dem Ziel 20% Gemach zu. Oh, das heißt, man kann die eigentlich ganz okay miteinander kombinieren. Alle Gegner in einer geraden Linie, alle Gegner. Ja. Das heißt, ich kann die auch. Okay, dann probieren wir das jetzt mal. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angetestet. Die unterstützen sich natürlich beide gegenseitig, dadurch, dass der eine Fesseln verursacht und der andere Fesseln braucht als Bedingung, damit es stärker wird. Und der andere braucht Gemach als Bedingung, damit es stärker wird. Die unterstützen sich natürlich bei ich so gegenseitig. Das heißt, ich kann erst mit dem einen
schießen. Dann haben wir den Effekt drauf, den der andere braucht, um stärker zu werden. Man könnte aber auch, wenn man ganz böse ist, ein paar Mal immer hin und her wechseln. Ja, also es ist schon starke Attacke, besonders wenn es dann noch schön crittet. So, jetzt ist es erstmal vorbei. Jetzt probiere ich was aus. Ob der schade ist. Der Effekt vom Morbel Giftatem geht dann auch nicht, weil der würde ja auch Gemach machen, ne? Ja, 20% Gemach. Aber man könnte natürlich auch mit dem Morbel Atem anfangen. Ich habe den einen mit erwischt vorhin, ne? Der würde ja auch Gemach mitmachen. Mach mal, damit wir das zeigen können. Könnte damit starten, dann die beiden Pferde, ich glaube jeweils dreimal abwechselnd Spam, bevor der Gegner nicht mehr reduziert werden kann in der Geschwindigkeit. Ist okay, können wir auf jeden Fall mal benutzen, die Skills.